Gehörst du vielleicht zu den Menschen, die immer wieder mit Kilos oder Übergewicht zu kämpfen haben und du versuchst, dieses Übergewicht, deine Kilos, mit Diäten oder mit Bewegung in den Griff zu bekommen, aber kaum hörst du damit auf, fängt es wieder von vorne an. Und das hat einen Grund, weil Übergewicht hat eine Ursache. Mein Name ist Beth Anthony, ich bin Hypnosetherapeutin seit vielen Jahren. Und ich begleite Menschen dabei, ein glückliches, zufriedenes, gesundes, selbstbestimmtes und vor allem ein suchtfreies Leben zu führen. Warum ich mich eigentlich für dieses Video entschieden habe, war, weil ich vor 2, 3 Wochen eine Unterhaltung geführt habe mit einer Frau, die ein Jahr genau jünger ist als ich. Ich bin 47 Jahre alt und wir sind irgendwie beiläufig auf dieses Thema Übergewicht gekommen. Und wir haben uns gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass binnen 40 Jahren, ja, weil vor 40 Jahren bin ich in die Grundschule gekommen, in die Volksschule, sagt man in Österreich, binnen 40 Jahren das so explodiert ist, das mit dem Thema Übergewicht. Weil wo ich in die Grundschule gekommen bin, hat es vielleicht ein Kind pro Klasse gegeben. Meine Freundin hat mir erzählt, sogar an ihrer Schule hat es insgesamt nur ein Kind mit Übergewicht gegeben. Und was ist eigentlich die Ursache, dass sich das so extrem in eine andere Richtung entwickelt hat? Sie war der Meinung, dass es nur alleine an der Ernährung liegen kann, also nur alleine am Zucker, am Fastfood, am Mangel in der Bewegung. Und ich bin dann irgendwie in mich gegangen, weil mich dieses Gespräch nicht losgelassen hat und ich bin da ganz anderer Meinung. Und ich möchte euch erklären in diesem Video, was in Wirklichkeit die wahre Ursache ist, weil das habe ich sehr oft bei meinen Klienten beobachten können und andererseits, was ihr natürlich tun könnt, um ähnlich auch, ja, das in den Griff zu bekommen, ja, eben langfristig Übergewicht abzunehmen und langfristig auch glücklich zu sein mit der Figur, die ihr euch wünscht. Also das Video ist so aufgebaut, ich erkläre, was die Ursache in Wirklichkeit ist für Übergewicht und das zweite ist dann die Tipps, was ihr machen könnt. Die meine Videos schon kennen, wissen, dass ich immer ein bisschen ausholen muss. Ich muss zurück zur Kindheit kommen und da eben ein wesentliches Kriterium oder einen wesentlichen Abschnitt erklären. Ich habe den Professor Dr. Ringel aus Wien, der war Psychotherapeut und auch Vortragender auf der Wiener Uni, schon oft erwähnt in meinen Videos, weil der war einer der ersten, der ein Buch herausgebracht hat mit dem Titel Die ersten Jahre entscheiden, kann ich nur wärmstens empfehlen, vor allem für Eltern, die vielleicht jetzt gerade ein kleines Kind oder gar ein Baby zu Hause haben, also Jungeltern sind. Der hat das recht gut erklärt, und zwar eben die ersten Jahre. Ich glaube, er hat es begrenzt bis aufs 6. Lebensjahr. Ich mache es bis zum 7. Lebensjahr. Da sind wir eben in einer gewissen Trance und in dieser Trance filmen wir quasi unsere Umwelt und diesen Film, also wir haben da so eine Kamera vorne blicken und diesen Film spielen wir nachher ab dem 14., dann richtig ab dem 18. Jahr immer wieder ab. Ist der Film gut gelaufen? Haben wir Glück gehabt? Dann rennt das Leben gut und befriedigend und erfreuend für uns. Rennt der Film nicht gut oder war der Film, den du aufgenommen hast, nicht gut? Dann macht dich das später dein Leben immer wieder darauf aufmerksam. Hallo, du hast da noch etwas zu machen. Weil wenn du dich dieser Sache nicht annimmst, dann wirst du immer wieder in das gleiche Thema hineinkommen. Und unter anderem ein Thema eines Films kann Übergewicht sein. Und Übergewicht ist eine Sache, wenn in den ersten 2 Jahren, sagen wir mal so, etwas schief läuft, dann kann Übergewicht ein Resultat sein. Warum? In den ersten 2 Jahren unseres Aufwachsens. Die dienen fast ausschließlich nur, um uns das Fundament Sicherheit zu bilden. Was heißt das? Die ersten 2 Jahre müssen wir mal Sicherheit bilden. Ich gehe dann noch darauf ein, was ich damit meine. Und nach diesen 2 Jahren Sicherheit, ja, kann sich dann der Selbstwert, das Selbstbewusstsein bilden, herauskristallisieren.
dann nach diesem Selbstwert, Selbstbewusstsein kristallisiert sich dann langsam das heraus, was in dir drinnen steckt, was rauskommen soll. Also quasi, wofür du Begabungen hast, was dich wirklich erfreut, womit du dich am meisten beschäftigst, womit du am meisten spielst. Und so sukzessive baut sich das auf, ja. Aber das Fundament, der Ursprung ist Sicherheit. Zum Beispiel, wenn Menschen sehr unter Angst leiden, sehr ängstlich sind oder eben einen schlechten Selbstwert haben, dann liegt es an diesem ersten Fundament, ja. Weil wenn ein Mensch keine Sicherheit bekommen hat, ja, in den ersten 2 Jahren, dann entstehen zum Beispiel Ängste. Ja, weil Sicherheit ist einer unserer Urgefühle. Ja? Wir brauchen Sicherheit. Erst wenn sich der Mensch sicher fühlt, dann kann er wirklich in Ruhe sich entwickeln, weil er nichts zu befürchten hat, weil er Sicherheit in sich dann wachsen hat lassen können und weil ihm die Umgebung, weil er der Umgebung vertraut. Und jetzt komme ich auf die Punkte, was können Störfaktoren sein in den ersten 2 Jahren bei Kindern, dass sie eben dieses Grundgefühl nicht aufbauen können. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die eben mit Übergewicht immer wieder zu tun haben oder dich vielleicht dieses Thema schon von klein auf an begleitet, dann ist es unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass bei dir in den ersten 2 Jahren etwas schiefgelaufen ist. Drücke ich jetzt mal ganz salopp aus. Ja? Und welche Faktoren kann es gegeben haben, dass du keine Sicherheit hast bilden können? Also wir müssen leider schon bei der Geburt anfangen. Der erste Punkt ist einmal das Thema Stillen. Leider ist es heutzutage so, dass die meisten Mütter, da gehe ich auch später dann noch drauf ein, meistens nicht so lange stillen, ja, und oder überhaupt nicht mehr stillen. Also mit künstlicher Nahrung ihre Babys groß werden lassen. Aber stillen, das ist ganz was Bindendes und gibt einem viel, viel Sicherheit. Abgesehen davon, dass Muttermilch sehr gesund ist und vor allem auch für den Darm und überhaupt für den ersten Start im Körper. Aber gut, das ist hier nicht das Thema. Aber Stillen ist einmal ganz, ganz wichtig. Da fühlt sich das Baby sicher, normalerweise. Ja, also wenn die Mutter irrsinnigen Stress hat beim Stillen, dann ist es nicht so optimal. Aber wenn das Stillen normal funktioniert, dann ist einmal schon mal das super. Zum Beispiel kann auch ein Kaiserschnitt schon auch so ein Grund sein, dass das Baby schon mal unsicher auf die Welt kommt. Ja? Weil ein Kaiserschnitt ist etwas nicht Natürliches. Eben die natürliche Geburt ist eben quasi der Startschuss, ja, für die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen. Das sind einmal die ganz Ersten. Es gibt Psychotherapeuten oder Psychologen, die gehen so weit, dass sie schon alleine der Geburt irrsinnig viel zusprechen und sagen, wenn die Geburt, eben diese Geburt, wie wir es gewohnt sind in Europa, mit diesem klinischen, mit dem sauberen, mit diesem kalten, mit diesem hellen, dass das schon irrsinnig stresst in Wirklichkeit die Babys. Also Optimum wäre eigentlich eine Wohlfühlatmosphäre, wo Kinder auf die Welt kommen. Aber gut, das nächste ist, und was ich als irrsinnigen großen Faktor ansehe, vor allem bei den Kindern in den letzten 10 Jahren, die groß geworden sind, sind Mütter, die permanent unter Stress stehen. Und das ist jetzt nicht, weil die Mutter so böse ist oder so gestresst ist, sondern weil diese moderne Welt grundlegend überhaupt nicht mehr positiv für kleine Kinder ist. Was meine ich da damit? Heutzutage muss eine junge Mutter Karriere machen, Kinder bekommen, attraktiv sein, den Haushalt schupfen, einkaufen gehen, putzen, kochen, sportlich sein und noch enorm viel Geld verdienen. Und das sehe ich eigentlich, was der Unterschied ist zwischen vor 40 Jahren und jetzt. Weil die Erziehung, die ich genossen habe, war sicher nicht besser als jetzt. Im Gegenteil, damals wurden wir mit schwarzer Pädagogik sogar noch erzogen. Also die Mütter sind jetzt schon viel weiter. Die haben viel mehr Wissen. Nur das Problem ist, der Faktor, der Unterschied zwischen damals und heute sind
dass die Frauen noch zu Hause waren. Also ich bin jetzt nicht für Emanzipation oder gegen und ich bin ganz neutral. Ich habe selber gearbeitet, habe selber zwei Kinder. Also ich bin jetzt nicht irgendwie auf Old School oder so. Nur es ist eine Feststellung. Ja, das soll es sein, eine neutrale Feststellung. Aber die Mütter hatten damals noch Zeit. Und wenn ein Kind von einer Mutter betreut wird, die wie ein gehetztes Tier herumläuft und alles versucht unter Dach und Fach zu bringen, was ja überhaupt nicht möglich ist, meines Erachtens nach, bekommt das Kind das Gefühl, dass es sich nicht sicher fühlen kann. Weil die ersten 2 Jahre braucht ein Kind Zeit und eine ruhige Umgebung mit Menschen, die nicht nur stressig sind, die nicht nur 1000 Sachen im Kopf haben, sondern die sich wirklich auf ein Kind einlassen können. Vor allem empfinde ich gerade eben dieses sehr zeitige Weggeben von Kindern in Betreuungsstätten wie Krippe und Kindergarten und so, das ist teilweise ein extrem traumatisches Erlebnis. Wenn die Mutter sehr gestresst ist, kann das Kind keine Sicherheit bilden. Das ist so wie bei den Tieren. Wenn Tiere Stress hatten, dann sind die wie von Sinnen, ja? Dann sind die nicht mehr normal. Also die können haben dann kein Sicherheitsgefühl, ja? Oder wenn die Mutter depressiv war, wenn die Mutter unglücklich war, wenn eine Frau oder ein Vater auch, wollen wir die Väter jetzt auch mit einbeziehen, wenn die depressiv und unglücklich sind und überfordert, dann hat das Baby permanent das Gefühl der Unsicherheit. Ein Baby kann mit diesen Voraussetzungen, die die Eltern geben, kein Sicherheitsgefühl entwickeln. Ja? Also, oder Geldnot, chronische Geldnot, wenn die Eltern permanent in Sorge sind, ja, wie sie das nächste Monat über die Bühne bringen, bringt Unsicherheit. Deswegen sollte man sich auch immer überlegen, wann man ein Kind bekommt und ob man überhaupt Kinder haben will. Weil wenn man Karriere machen will, dann soll man Karriere machen. Man muss nicht alles unter einen Hut bringen, das sagt keiner. Man soll, und das ist auch oft ein Druck der Gesellschaft, dass man sich dann für Kinder entscheidet. Aber das ist eine große Verantwortung und das muss sich die Gesellschaft einmal im Klaren werden. Dann natürlich ein wichtiger Punkt ist Gewalt. Wenn einem Baby Gewalt angetan wird, ja, dann zerstört es absolut die Sicherheit. Absolut. Also das muss einem klar sein. Dann, wenn Eltern Alkohol- oder Drogenprobleme haben, das ist sehr zerstörend. Da kann das Kind auch keine Sicherheit aufbauen. Dann sind Streitereien, wenn ewig gestritten wird. Und gerade in den ersten Jahren werden die Paare so rausgeworfen aus ihrem Leben, was sie jetzt gewohnt waren, vielleicht 20, 30, sogar 40 Jahre. Und auf einmal stellt sich das Leben um und sie kommen dann in Wirklichkeit nicht damit zurecht. Ja? Dann entstehen Streitereien, der Mann ist immer weniger zu Hause, dann fühlt sich die Frau unsicher, dann fühlen sich die Kinder unsicher, dann entstehen die Streitereien. Ja, also Streitereien sollten überhaupt nicht stattfinden oder so, dass man das Baby das nicht bemerkt. Dann natürlich, wenn Eltern starke Persönlichkeitsstörungen haben. Ja, also das ist natürlich, wird das Kind sehr unsicher oder wenn man nicht gewollt war, ja, also ich selber bin ein Hoppala-Kind und ich bin die letzte Tochter und der Unterschied zu meinen Schwestern war 11 und 8 Jahre, ich war die Jüngste, ja, ich bin dann auch erst Jahre später drauf gekommen, dass ich vielleicht nicht so das Wunschkind war, aber das spüren alles die Kinder. Also ich habe jetzt nur diese Faktoren aufgezählt, dass du irgendwie überhaupt eine Anleitung hast, könnte vielleicht so etwas gewesen sein in meiner Familie, ja. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du kein Sicherheitsgefühl aufbauen konntest. Und wenn du kein Sicherheitsgefühl aufbauen konntest, dann haben das auch intuitiv die Eltern bemerkt und dann wollten sie das irgendwie kompensieren. Und viele Eltern machen das so, dass sie merken, okay, da rennt eigentlich was schief. Sie können sich selber nicht helfen, also intuitiv merken wir alle in Wirklichkeit, was schief läuft.
Und dann beginnen sie, das Kind zu trösten, zum Beispiel mit Nahrung. Dann fangen sie an mit der Torte oder mit den Bonbons oder als Belohnung dann auch einzusetzen. Wenn ich jetzt, das war schon, wo ich meine Kinder auf die Welt gebracht habe, also mein Junior ist 14 zur Orientierung, ich habe ein 14-jähriges Kind und ein bald 9-jähriges Kind. Also bei mir war das schon so, ich sehe fast keine Kinder mehr im Kinderwagen ohne irgendwas in der Hand. Ein Kind muss bitte nicht permanent essen. Wir essen sowieso zu viel. Aber warum muss dieses Kind immer etwas in der Hand haben? Und meines Erachtens nach dient es dazu, um das Kind ruhig zu stellen. Ja? Und da wären wir schon beim Punkt. Wenn du zu den Menschen gehörst, die in Wirklichkeit nicht viel Sicherheit in sich haben, ja, und das brauchen wir alle, dann merken wir in Wirklichkeit, dass uns etwas fehlt. Nur wir wissen nicht, was. Und wenn uns etwas fehlt, dann fangen wir an, das irgendwie zu stopfen. Und wenn du zu der Kategorie gehörst, dass du Übergewicht hast, dann hast du dir angewöhnt, dass du das begonnen hast, mit Nahrung zu stillen. Ja? Dann gibt es die andere Menschen, die stillen das mit Nikotin oder mit Alkohol oder mit Drogen oder mit anderen Süchten, aber wenn du Übergewicht hast, stillst du es in Wirklichkeit mit Nahrung. Und das kannst du einerseits schon als Kind gelernt haben, ja, dass dir Nahrung gegeben wurde, dass du dich endlich besser fühlst. Und das ist so. Wenn wir Zucker zu uns nehmen, fühlen wir uns schlagartig besser. Das hat einfach mit der Hormonausschüttung zu tun. Das ist so, ja, wegen der Botenstoffe. Das ist einfach so. Und natürlich schleicht sich das dann irgendwann einmal ein. Und wenn wir das dann auch noch von klein an lernen, ja, dann ist das so fest in unserem Gehirn drinnen, dass wir dann das immer wieder machen, weil wir nichts anderes gelernt haben. Ja? Wir haben einfach nichts anderes gelernt. Da ist halt nie einer hergekommen und hat gesagt, du Mädel oder du Bursch, du, ich glaube, wir müssen das anders machen. Ja? Die Menschen haben keine Ahnung, was sie machen müssen. Und so bist du vielleicht in diesen negativen Kreislauf hineingekommen. Jetzt möchte ich zu den Punkten übergehen einmal, was kannst du tun, falls du dich wiedererkennst, dass du eben dieses Grundgefühl Sicherheit wieder aufbauen kannst. Weil wenn du das aufbauen kannst, dann musst du dann, wenn du das wirklich richtig aufbaust, Schritt für Schritt und dir auch Zeit nimmst, ja, weil Menschen, die immer was mit Diät schnell verändern wollen, die wollen auf einmal 20 Kilo abnehmen. Da gehe ich dann auch noch kurz darauf ein, das ist teilweise sogar gar nicht gut, so viel schnell abzunehmen. Ich sage dann auch, warum. Aber wenn du hast die Möglichkeit, eben mit den Punkten, die ich aufzähle, wieder Sicherheit aufzubauen. Und wenn du die Sicherheit wieder dir aufbaust, dann kann auch der Selbstwert entstehen. Dann kann eben das Selbstbewusstsein entstehen. Dann wirst du wieder glücklich, dann bist du nicht so anfällig auch für Ängste und Depressionen, weil Menschen, die zum Beispiel unter Adipositas leiden, ja, die sind haben einen enormen, hohen Anteil unter dem deutschen Volk, die eben unter Depressionen und Ängsten zu leiden haben. Ja? Wenn du dir das wieder gibst, dann brauchst du dir das dann nicht mittels Nahrung mehr geben. Verstehst du, was ich meine? Also du kannst dir dieses Gefühl, dieses Urgefühl wieder sukzessive aufbauen. Dann hast du das, was dir fehlt in Wirklichkeit und dann brauchst du den Ersatz nicht mehr. Ein ganz wichtiger Punkt ist einmal, dass du dich selber nicht runtermachst. Wir bekommen in der Außenwelt mittels Social Media zum Beispiel ein extremstes Schönheitsideal vorgesetzt. Das ist nicht nur für Übergewichtige ein Stress, sondern für ganz viele andere Menschen auch. Der Mann braucht jetzt ein Ten-Pack oder ein Six-Pack oder ein Eight-Pack. Die Frau braucht jetzt, weiß ich nicht, Hüfte so und Lippen so. Das ist für alle ein Stress und ist sehr ungesund, weil wer erreicht denn das in Wirklichkeit? Eben die mit Social Media Kohle verdienen, aber das Volk erreicht das nicht und man soll sich nicht an denen orientieren. Mach dich selbst nicht runter und vor allem mach dich selbst nicht verantwortlich. Sag nicht, ich bin schlecht oder ich kriege mein Leben nicht in den Griff und wieso schaffe ich das nicht? Ja? Mach das nicht, weil wenn du dich immer wieder runter machst,
dann kommst du auch aus dieser negativen Gefühlswelt nicht raus. Du musst auch schauen, dass du dich positiv trimmst, eben am Sicherheitsgefühl arbeitest und positiv trimmst und dich nicht fertig machst. Und gerade viele übergewichtige Menschen machen sich zum Beispiel zur Morgenroutine, schon in der Früh in den Spiegel zu schauen und sich zu betrachten oder gar abzuwiegen. Und dann wirst du gleich in der Früh schon wieder damit konfrontiert, Mist, ich habe das und das oder so und so viel Kilo. Mach das nicht, komm einmal von dieser Ebene weg. Das ist schon einmal ein irrsinnig wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist, schaff dir einen sicheren Ort. Intuitiv wissen wir Menschen, deswegen wollen auch so viele ein eigenes Haus haben. Weil ein eigener Platz, ja, gibt den Menschen Sicherheit. Und deswegen wollen auch so viele Menschen zum Beispiel ein Eigenheim sich gründen, wegen dem Urgefühl Sicherheit. Das ist der wahre Grund. Jetzt solltest, wenn du mit Übergewicht zu kämpfen hast, ist es für dich sehr wichtig, dass du wo wohnst, wo du dich wohlfühlst. Also dein Wohnbereich, wo du die meisten Stunden verbringst, soll ein Ort sein des Wohlfühlens. Also schaff dir einen Raum oder einen Platz, der dir Sicherheit gibt. Richte ihn so ein, dass er dir Sicherheit gibt. Ja? Soll wirklich ein Platz sein, wo du dich wohlfühlst. Man kann sich den auch hypnotisch vorstellen, den sicheren Ort. Das heißt Safe Place. Wenn ich mit meinen Klienten arbeite, wo wir Ängste oder Kindheitserfahrungen oder so aufarbeiten wollen oder eben die Ursache finden, warum das bei dem Klienten so ist, mache ich immer als erstes einen Safe Place, einen sicheren Ort. Und den macht sich der Klient selber. Jetzt möchte ich dir erzählen, was mein Safe Place ist, dass ihr euch das vorstellen könnt. Also als erstes kann man sich diesen Safe Place auch bei Bewusstsein, da muss man noch nicht in Trance sein, ja, kreieren. Also mein Safe Place schaut so aus, ich gehe immer einen Weg. Dann komme ich zu einem großen Gate, also zu einem großen Tor, das ist so doppelflügig, das mache ich dann auf. Dann befindet sich dort eine grüne Wiese, in der Mitte ist ein Springbrunnen und diesen Springbrunnen fliegen sehr viele exotische Vögel herum und Tiere, es scheint die Sonne und meine Kinder hupfen dort ganz begeistert in der Gegend herum und spielen irgendwas und ich bin in der Mitte. Und wenn ich in eine Situation komme, wo ich mir denke, ich könnte mich unsicher fühlen, dann hole ich mir diesen Safe Place, mir selbst kreierten Safe Place hervor. Und das wirkt immer und vor allem so öfters du das machst, weiß dann dein Unterbewusstsein, okay, wir sind jetzt wieder bei Safe Place, das heißt positive Gefühle. Also du musst auch parallel positive Gefühle eben schaffen. Und so lernst du auch langsam dir unterbewusst und bewusst Sicherheit dir selbst zu kreieren. Und ich finde, das ist einer der wirkungsvollsten Methoden. Ein weiterer Punkt sind soziale Kontakte. Wir sind Herdentiere. Ja? Und gerade jetzt haben wir bemerkt, dass soziale Kontakte sehr, sehr wichtig sind und wir uns vielleicht wieder mehr um soziale Kontakte kümmern sollten, aber um real Kontakte, um echte Menschen, die ich sehe, rieche, spüre, begrüße. Und das ist ein weiteres Thema. Oft ist es so, bei Menschen, die eben unter langen, vielen Jahren unter Übergewicht zu leiden haben, haben dann oft eben Kontakte, die ihnen in Wirklichkeit nicht gut tun. Da solltest du mal schauen, dass du die aussortierst. Du solltest schauen, dass du soziale Kontakte aufbauen kannst, die dir gut tun, weil soziale Kontakte geben uns Sicherheit. Das ist ganz tief in unserer Genetik verwurzelt. Wir brauchen in Wirklichkeit eine Großfamilie, wir brauchen in Wirklichkeit Freunde und wir brauchen in Wirklichkeit einen Ort, der freundlich ist, wo wir leben, weil uns das alles Sicherheit gibt und du bist ja dabei, dann deine Sicherheit aufzubauen. Soziale Kontakte. Soziale Kontakte bedeutet aber nicht nur Freunde zu haben, sondern wohin zu gehen, wo Gleichgesinnte zum Beispiel sind.
Vielleicht hast du ein Hobby, welches du nicht nur zu Hause ausüben möchtest, sondern wo es Vereine gibt. Ja? Also in Vereinen kann man soziale Kontakte aufbauen, Gleichgesinnte suchen, ja? Die einem aber gut tun und die einen motivieren und nicht runterziehen. Ein weiterer Punkt wäre, das geht schon langsam dann ins Therapeutische hinein. Zum Beispiel Menschen, die Nägel beißen, da ist das Phänomen, die hatten einmal einen Grund und dann beißen sie aber 20 Jahre weiter und der Grund, den gibt es gar nicht mehr. Und da ist man in der Verhaltenstherapie draufgekommen, dass man anhand von der Klient möchte die Fingernägel beißen, führt die Hände zum Mund und dann macht er so eine Schleife. Also man bringt ihm so eine Schleife bei. Wenn du jetzt wieder in diese Falle tappst, ja, dass du wieder Fressattacken bekommst oder sonst etwas, nimmst du zum Beispiel das Stück Schokolade, also Hausnummer, du möchtest wieder jetzt Schokolade, Gummizeug und das Ganze essen und du bist schon dabei, es dir zum Mund zu führen. Dann machst du eine Schleife, ja, Schleife, wieder Schleife. Und da wird sich dein Unterbewusstsein dagegen wehren, weil es will jetzt gerade die Glückshormone bekommen und es will wieder heiter werden, aber du sagst Schleife, Schleife und gehst woanders hin und machst was anderes. Der weitere Schritt nach der Schleife, der kommt, ist dann zu sagen, brauche ich dich eigentlich? Dich brauche ich ja gar nicht. Du hilfst mir ja gar nicht, im Gegenteil, du schadest mir. Ja? Mit dem Ding zu reden, eine Auseinandersetzung, eine Kommunikation zu führen, klingt jetzt komisch für manche, ist aber in der Therapie funktioniert genauso. Ja? Ist so, in der Hypnose ist das so. Zu bemerken, hey, ich brauche dich ja gar nicht. Ja? Du warst zwar jetzt jahrelang mein Begleiter, aber ich brauche dich ja in Wirklichkeit gar nicht, weil du machst mich ja nicht in Wirklichkeit glücklich. Im Gegenteil, du ziehst mich ja immer nur noch weiter runter. Ja? Und dann beginnt nämlich ein Prozess. Der Sinn ist, einerseits Sicherheit aufzubauen, das aufzubauen, was dir fehlt. Und das andere ist dann langsam in den Prozess hineinzukommen. Weil ab dem Moment, wo du überhaupt schon weißt, was der Verursacher ist für dein Leid, beginnt ein Denkanstoß. Deswegen sage ich auch immer, Wissen ist zu wichtig. Ohne etwas zu wissen, beginnt kein Denkanstoß. Dann kann unser Gehirn mit nichts beginnen. Ja? Also, sich auseinandersetzen und schauen, dass ein Prozess beginnt. Und Selbstliebe beginnen. Dinge zu machen, die dir gut tun, dich nicht runterziehen, dich nicht fertig machen, dich nicht verantwortlich machen, weil du bist nicht verantwortlich. Wir sind nicht für unser eigen Leid verantwortlich. Wir waren Kinder und ich führe vieles auf die Kindheit zurück. Ein weiterer Punkt, und den weiß man in Amerika schon seit langem, wenn kleine Kinder zum Beispiel erkranken, gibt man ihnen zum Beispiel Hunde nur zum Berühren. Tiere können uns irrsinnig helfen, nur wir wissen das leider nicht in Europa so. Es gibt schon viele, die mit Pferden und so zusammenarbeiten, aber Tiere können uns enorme Sicherheit geben und da können wir enorme soziale Kontakte aufbauen. Nur bitte Achtung, es sollen sich jetzt nicht alle Hunde nehmen, ich bin selber Hundeliebhaberin, nur man kann auch mit Tieren in Kontakt gehen, indem man irgendwo rausgeht, wo Tiere sind. Zum Beispiel, ich lebe hier auf der Insel sehr ländlich, ich habe permanent Schafe um mich oder irgendwelche anderen Tiere, ich habe es ein bisschen leichter. Aber Tiere geben einen eine Sicherheit, vor allem Pferde. Pferde sind sehr sensibel, ja, und die machen einem sehr, die richten einem wieder ein, ja. Die geben einem Sicherheit, die können einem sehr stützen zum Beispiel, ja. Also wenn man da was machen will, da gibt es schon viel Angebot. Ich denke auch in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ein letzter und ein sehr wichtiger Punkt ist, deine Morgenroutine zu ändern. Und das ist immer ein eigenes Thema. Aber so wie der erste Gedanke ist, so wie das erste Gefühl ist, ist immer ein Anstoß auf unseren Autopiloten. Ja?
Ändere deine Morgenroutine. Mach the safe place, den sicheren Platz in der Früh. Fang an in der Früh, dich nicht zu konfrontieren mit deinem Problem. Im Gegenteil, da zu beginnen, gegenzusteuern und dich in eine andere Richtung zu bringen. Ein weiterer Tipp, vergleiche dich nicht mit anderen. Schau nicht dorthin, was dich runterzieht. Schau dir nicht schlanke Menschen an, quäl dich nicht mit Selbstdisziplin, mit irgendwelchen Sport, was du vielleicht nur schaffst eine Woche, sondern beginne mal mit deinem Inneren, dich auseinanderzusetzen. Also zur Wiederholung. Als erstes mal wissen, dass es dir an Sicherheitsgefühl mangelt. Das ist so bei Menschen, die unter Übergewicht zu leiden haben und wo immer wieder das zurückkommt. So ein Ping-Pong-Effekt. Ja? Dann ist Sicherheit. Sicherheit aufbauen, Sicherheit aufbauen, Sicherheit aufbauen. Sich mit der Thematik auseinandersetzen, vielleicht Literatur kaufen, Videos anschauen etc. Dann dir einen Safe Place machen, ja, den so oft wie möglich dir holen. Ja, also immer wenn du ihn brauchst und zu deiner täglichen Routine machen. Dich selber nicht fertig machen, dich selber nicht vergleichen und zu achten, dass du deine innere Sicherheit aufbaust. Kreier dir eine neue Person, ja, fang an, dich selbst lieb zu haben, ja, und geh diese Punkte durch oder lass dich einmal auf das ein, überlege mal, kann das sein, passt das für mich? Kann das vielleicht die Ursache sein? Und das mal dann weglegen und die Dinge aufbauen und an dir arbeiten. Und wenn du dann sattelfest bist, dann kannst du beginnen auch mit Ernährungsumstellung, weil Diäten bringen nichts. Ernährungsumstellung. Und vor allem, es soll nie eine Qual dabei sein. Das zieht dich runter. Das macht dich frustriert, weil du hast ja klarerweise mit viel zu kämpfen. Ja? Also ich hoffe, euch war das eine Hilfe, dieses Video. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, einen Kommentar schreibt und einen Daumen hoch gebt. Unten habe ich auch meine Webseite verlinkt, wo viele Hypnosen zu finden sind. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Alles Liebe, Pat Anthony.